Hallo, ich bin der Agash und das ist mein Mitstift Nico. Wir machen beide Lehre als Kunststofftechnologe hier in der Firma Flex in Hägligen. Wir haben den Auftrag bekommen, das fehlerhafte Teil zu optimieren. Komm mit, wir zeigen dir, wie man das macht. Zuerst füllen wir ein Silo auffüllen mit dem Granulat, das wir nachher brauchen, zum Teil spritzen. Das Werkzeug tun wir jetzt vorbereiten, damit wir es nachher auf der Maschine aufspannen können. Hier im Standort Flex Hägligen sind ungefähr 350 Mitarbeiter und 18 Lernende. Hier im Reinraum haben wir einen speziellen Anzug an, gegen Partikel. Nachher programmieren wir den Roboter, programmieren, dass er Teile aufs Förderband legt. Also ich finde es gut, dass man sich mit den Lehrlingen und auch mit den Mitarbeitern sich gut versteht. Und wenn man auch irgendetwas nicht weiss, dass sie uns weiterhelfen und dass wir jedes Jahr einen Lehrlingsausflug machen. Mit Hilfe einer Waage finden wir den Siedelpunkt herausfinden. Wenn das Teilgewicht nicht mehr zunimmt, haben wir den Siedelpunkt erreicht. Für den Beruf Kunststofftechnolog musst du gerne an der Maschine arbeiten und mit den Händen. Und du musst Interesse an Mathematik, Chemie, Physik haben. Nach der optischen Kontrolle bringen wir Teile in die Messtechnik und anschliessend können sie die Montage. Die Benefits von der Flex sind, dass sie 50% der Schulbücher zahlt und auch 50%, wenn man einen Sprachaufenthalt macht und dass wir 200 Franken für einen Laptop zu gut haben. Jetzt hast du gesehen, wie wir fehlerhafte Teile korrigiert haben. Wenn du Interesse hast, bewirb dich hier bei der Flex.